Kanada erreicht mir genau zum richtigen Zeitpunkt. Am 1. Juli-Wochenende beginnt in Calgary das alljährliche Stampede Festival. 10 Tage lang ist die Stadt im Ausnahmezustand. Täglich finden auf dem Festivalgelände zahlreiche Veranstaltungen statt, wie Rodeos und Live-Musik bekannter Künstler. Es gibt unzählige Futterbuden und alles nur Erdenkliche wird hier frittiert. Nicht zu vergessen das Stampede Breakfast. An verschiedenen Orten in der Stadt gibt es täglich kostenloses Frühstück und die Spenden gehen an wohltätige Organisationen. Nach 4 tollen Tagen in Calgary verließen wir die Stadt in Richtung Rocky Mountains. Entlang des Trans-Canada Highway erreichten wir das Kananaskis Country. Eine grandiose Berglandschaft mit vielen Seen und Traumpfaden erstreckt sich bei Canmore vor den Toren des bekannten Banff und Jasper Nationalparks. Banff wanderten wir entlang des Johnston Canyon zu den Inkpots, die wie bunte Tintenfässer aussehen. Beim Abstecher zum Yoho-Nationalpark waren wir beeindruckt vom wunderschönen grün-blauen Emerald Lake. Ihre kräftigen Farben haben die Bergseen sehr feinem Gletschermaterial zu verdanken, welches im Wasser schwebt und die grün-blaue Farbe reflektiert. Thank you.
Früh aufstehen war beim Lake Louise angesagt, um noch vor den Touristenmassen einen Parkplatz zu ergattern. I've been acting like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. Alleine waren wir jedoch nicht unterwegs auf unserer Wanderung zum Lake Agnes Tea House. Dafür gab es einen eindrucksvollen Ausblick auf den Lake Louise und die umliegenden Gletscher. So many times I've stranded, a castaway on unknown shore. Weniger Glück mit dem Parkplatz hatten wir beim Moraine Lake. Bereits um 3:30 morgens war die Zufahrtsstraße manches Parkplätzen gesperrt. Also machten wir uns kurzerhand zu Fuß auf den Weg, um noch einen Blick auf das berühmte Postkartenmotiv zu erhaschen. Den Icefields Parkway folgten wir immer weiter in Richtung Norden. Hinter jeder Kurve dieser eindrucksvollen Straße überrascht ein neues Highlight und man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Der Icefields Parkway zwischen Lake Louise und Jasper ist eine der schönsten Straßen der Welt. Auf dem Columbia-Eisfeld laufen insgesamt 8 Gletscher zusammen. Davon ist allerdings leider nicht mehr viel zu sehen. Das letzte Fleckchen Eis wird von Touristenbussen plattgewalzt, um die Besucher auf das Eisfeld zu karren, von dem ohnehin nicht mehr viel übrig ist. Bereits in Banff haben wir uns 2 gebrauchte Fahrräder und einen Ständer fürs Auto gekauft. Zugegeben haben die Drahtesel nicht ganz unserer Größe entsprochen. Aber immerhin waren wir dadurch flexibler und konnten die Gegend auf 2 Rädern erkunden. In Jasper stellte sich für uns die Frage, wohin als nächstes? Wir hatten das nördliche Ende der Rocky Mountains erreicht und wussten nicht recht, wie die Reise weitergehen soll. Wieder zurück an die Küste oder doch weiter in den Norden. Wir hatten noch rund 2 Monate Zeit und hatten so viel Tolles über Alaska gehört.
Um nach Alaska zu gelangen, muss man jedoch durch den Yukon. Und dieser wurde dieses Jahr besonders schwer von Waldbränden und Unwettern heimgesucht. Sogar ein Teil des Alaska Highways wurde weggespült. Wir beschlossen also, noch ein Stückchen nach Norden zu fahren, bis nach Dawson Creek. Hier beginnt der Alaska Highway. Dann können wir immer noch entscheiden, ob wir die rund 2000 Kilometer durch die unendlichen Wälder und den mückenverseuchten Yukon bis nach Alaska zu fahren.